Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist jetzt gerade der 2. November und ich glaube, bei euch müsste es jetzt schon um den 20. rum sein. Naja, egal. Heute ist ein toller Tag. Ich war mit meiner Mom zusammen beim Netto und habe da Butter und Mehl und Milch geholt. Und voll deprimiert, aber ich habe vor ein paar Monaten, glaube für 20 Euro circa, Schokoladenriegel gekauft und die gab es jetzt heute im Netto für, glaube ich, 3 Euro. Ja, ein bisschen Geduld hätte es da auch getan, aber man weiß es bei uns im Ort nie, ob jetzt was rauskommt oder nicht. Wir sind jetzt nicht so die große Großstadt, aber auch nicht die kleinste Kleinstadt und irgendwie ist es immer so, dass die Sachen entweder kommen oder sie kommen gar nicht. Und sie kommt total verschoben. Und nach dem Schokoriegel habe ich damals in, glaube ich, 4, 5 Läden geguckt. Also ich habe den örtlichen Handel versucht zu unterstützen. Ja gut. Darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, sondern um, ja, was könnte ich euch erzählen? Ich bin gerade so total aufgeregt und nervös und überhaupt. Und ja. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich bin zurzeit so flirrig. So total wie so ein Flummi. Ich fühle mich wie so ein Flummi, total aufgedreht und zufrieden. Und mein Hase schüttelt gerade den Kopf so nach dem Motto, nö, so zufrieden wirkst du jetzt aber auch nicht. Ja, und so, ja. Eigentlich an sich so gerade so angekommen. Ich habe so das Gefühl, ich bin gerade an einem Punkt meines Lebens, wo alles so ist, wie ich es gerne hätte. Und meine Kekse scheinen doch ein bisschen angebrannt zu sein. Dass irgendwie alles gerade so recht gut läuft und dass ich so an sich mit dem, was gerade so um mich herum ist und mit dem, was auch mit in mir drin los ist, zufrieden und so auch ausgeglichen bin. Ich weiß, es klingt jetzt total schräg von jemandem, der eigentlich immer erzählt, er weiß nicht so genau, was er mit sich selbst anfangen soll, aber zurzeit bin ich eigentlich mit mir ganz im Reinen. Und ich muss auch zugeben, dass ich anfange so, ich kann mir auch gerade gut Zeit mit mir verbringen. Also im Sinne von, ich finde mich selbst gerade nicht so unerträglich, dass ich nicht gerne mit mir auch nur mit mir Zeit verbringe. Oh Mann. Ja, und was könnte ich jetzt gerade noch so sagen? Ich versuche gerade. Mein Hase, der hat die letzten Tage, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich die letzte Zeit so viel Zeit mit Leo verbracht habe und er gerade auch so eine tolle Zeit hatte. Wir waren nämlich gerade öfters bei meinem Papa unten und dann durfte er da rumhopsen und es war einfach total süß, den dabei zu beobachten. Und vor allem hat er auch sich ganz anders benommen, als was jetzt zum Beispiel er sich hier tut. Ja, das ist sowas, was eigentlich bei mir so immer so diese Grundzufriedenheit auslöst. Und natürlich, was auch bei mir wahrscheinlich ein Riesengrund ist, warum ich gerade das Gefühl habe, dass bei mir alles super duper läuft, ist, weil es halt wieder auch dunkler wird. Und da kommt bei mir halt die Energie und die Freude auf. Ich bin ja eher so ein Sommerdepressionsmensch. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe ja dazu gestern auch mal eine Doku angeguckt. Und ja, ich wollte das, ich glaube, das machen wir jetzt zu einem neuen Video. Und ich beende hier dieses Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch zurzeit einfach geht. Und ja, ich dachte, ich erzähle es euch. Ich wollte euch eigentlich was anderes erzählen, aber man kann ja auch einfach mal erzählen, dass es einem toll geht. Das ist auch mal was man so teilen kann. Ich teile mit euch, dass ich glücklich bin. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal so total zufrieden und eure Welt gut war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dann. Tschüss.